Alles klar, Leute. Rocket League, ihr wisst, ich bin der Profi der Welt, deswegen, ich meine, ich habe die letzten Jahre nichts anderes gespielt außer Rocket League, deswegen geht's heute weiter hier im legendären Dezember hier auf unserem Kanal und ich würde mal sagen, heute spielen wir noch ein paar Private Games, wir sind 5 Leute, allerdings ist das fair, weil in einem Team wird einer sein, der doppelt zählt, nein, eigentlich zählt er dreifach, nein, eigentlich zählt er vierfach, nein, eigentlich zählt er fünffach, nein, eigentlich zählt er, ihr versteht, was ich meine. Ihr müsst alle in ein Team. Ehrenwerter Thomas, warte, wie alle in ein Team, willst du das ernsthaft machen? Ernsthaft? Ja. Okay, dann gehen orange. Alles klar, dann gehen orange und alle anderen blau. Das gewinnst du eh, wahrscheinlich. Okay, alles klar. Also erstmal grüßt euch, liebe Leute. B-Fly ist der Rocket League-Profi und wird uns jetzt zeigen, dass wir gewinnen können gegen ihn. 4 gegen 1 oder was heute? Okay, alles klar. Vielleicht machen wir das Ganze auch mal wieder im Stream, wenn ich mal immer wieder streame. Die Rocket League-Streams waren immer richtig cool, weil ich kann mich gut daran erinnern, dass ihr das auch mal gefeiert habt, mitspielen zu dürfen. Deswegen, das machen wir bestimmt mal wieder. Da haben wir... Ja, aha. Schön gesaftet. Aha! Ich spiel nochmal, das ist viel zu schwer. Hast du diesen Dribble gesehen? Ich hab's ja nicht von dir erwartet. Ich auch nicht. Hammerhart hier. Da bringt der Elivas erstmal sein Team in Führung. Alle im Chaos. Okay. Oh oh. Alle im Chaos. Jawohl, Joris! Ist nichts gut, wenn man nichts macht. Oh oh. Okay. Gefährlich. Das Ding ist halt, Bifler spielt nur mit Scheiße. Uns. Okay, jetzt spielt er wirklich mit uns. Okay. Ja. Ja, also ich habe das Gefühl, wir verlieren noch zweistellig, aber nein, denk gar nicht dran. Okay. Er denkt dran. Ja, ich glaube, ja, nein. Alter, er hat da war ein Tor, da war ein Ball. War wisst ihr, wie ich mich fühle? Tor. Ich glaube, das kann man ziemlich gut vergleichen. Ich fühle mich wie ein Rekrutboard in COD. Nö, ja, bisschen schlechter noch. Ja, eigentlich schon. Aha! Oh nee. Aha! Ja, ehrenwertes ja, Tor hier, da... Mario carried euch halt komplett. Aber ja, Mann! Seht euch an, diese... Nee, das hätte er dich nicht gebammt, wäre der Bunny so schön gewonnen. Aber das war ja alles geplant. Das war doch alles geplant. Was denkst du denn? Bestes Teamwork. Sehr gut, Paul. Wow. Oh, lol, der hat mich... Sorry. Paul! Paul! Nice! Nee, der Michi Liemann! Hä? Was war das? Das war von Ghostbusters. Oh, nicht der Michi Liemann? Obwohl, kann man eigentlich auch als Michi Liemann sehen. Das ist voll der Michi Liemann! Ja, ich glaube das irgendwie schon, ja. Nice. Aha, easy. Also, ne, also an dieser Stelle muss ich auch mal sagen, das ist ja... Also, als wäre ich nie weg gewesen. Als wäre ich jemals gut gewesen. Alter! Oh, da war so spitzer Winkel. Ups, sorry. Als ob du den so annimmst. Alles klar, er war der Cristiano Messi der Welt, ey. Cristiano Messi. Guckt euch das doch mal an, Alter. Hier, da, zack. Das war mein Ball, Mann. So, was, Alter. Aber okay. Er will es also auf die harte Tour. Meinst du, kriegst irgendwas, was eine harte Tour auf die Reihe? Nein. Wie gesagt. Aha, der Sommer, Alter. Jetzt geht's aber los hier, Mann. Jetzt so ganz zum Schluss, da wo es wichtig wird, da setzt der Sommer ein und ignoriert, dass es Winter wird. Ganz ehrlich. Ja. Oh, Erwin, jetzt der war so schlecht. Das geht. Ich weiß. Habt ihr das Tor, oder? Oh mein Gott. Ich bin Ex. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Das Ding ist halt, gegen Yoda zu verlieren wäre schon schlimm, aber gegen Baby Yoda zu verlieren, das wäre es dann komplett. Und nein! Da ist ein Paul noch im Tor, aber... Ah! Er hat mich noch nicht. Oh mein Gott. Disrespect! So, ich wollte zum Ball und der umfährt den Ball und macht das schwierig. Schmeckt, Jungs. Was? Da siehst du Mario. Ja, moin. Jetzt mach ich ernst hier. Noch eine Minute left und ich mach den. Alter. Und Scheiße, und das im direkten Duell. Ja. Mario ist potenzielle Gefahr. Der muss zerstört werden. Auf jeden Fall ist Staatsfeind Nummer 1. Oh, das bedeutet mir gerade mein Leben. Mein Leben macht wieder einen Sinn, nachdem er den Satz gesagt hat. Ja, Mario, bitte sei der Ball. Wenn du da nicht Mario. Warum kriegst du sowas, Mario? Lass es! Let's go! Das ist so schlecht. Das,
Und das ist genau dein Fehler. Ja. Okay, Jungs, jetzt geht's los. Jetzt Alter, ich kill hier alles weg, Mann. Oh, scheiße. Das war nur das Vorspiel. Nein! Oh, Leute! Nice, Paul. Ah! Ja! Okay. Wow. Also, halten wir fest, wir sind zu viel. Müsst, ja, ja. Also, wir sind halt einfach, wir sind halt einfach besser. Das ist so krank, Alter. Alter, ich hab da diese Krone bekommen. Das heißt, ich bin MVP, richtig? Ja, doch. Nein, ja, nein. Ich bin das. Ich bin aber, ein valuable player. Aber, also jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaub, also, best of three. Ich, also, ich meine, ich glaube, alles andere wäre gar nicht fair. Ich kann niemanden einladen. Aber dann, aber... ja, nein, kein Nein! Nein, 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 nein! Du legst dir gar keinen ein. Okay, Runde 2. Oh! Okay. Schade, schade. Oh gosh. Oh nee, gut. Oh nein, Achtung. Oh, wenn der reingegeben hat, klappt das. Nein! Ja, je. Paul! Oh mein Gott, was passiert da gerade? Oh gosh. Oh. Und da ist ein B-Fly auf einmal. Er trifft. Paul, das hast du richtig gut antizipiert. Ach du Scheiße. Ups, was? Nee. Schon nee. Nur. Nee, ich weiß da aus. Ja, okay. Aha! Da wollte der Schlingel. Oh, ja! Paul! Paul! Okay, Paul! 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 Nein! Paul! Paul, du Ehrenmann. Okay. Nein. Ah. Alter, es. Ich hatte keinen Boost mehr. Guck mal, ja, Alter. Guck mal, ich hab gedacht, er hat den. Ja, ich hatte, was? Hätte ich Boost gehabt, hätte ich den gehabt. Was? Du bist doch krank, Alter. Ohne Scheiß, du bist doch krank. Ja, ich wünsche dir gute Besserung. Das kann doch nicht sein, wenn ich einmal draußen bin, dass da... Nein, nee, Mann. Nein, nein, ich seh's kommen. Nein, nicht doch, Mann. Nicht doch, Mann. Das hat er nicht. Oh, oh, Mike. Fresse. Nein, nein. Was tut ihr da? Okay. Alles klar. Ja, also das war ja schon ziemlich knapp, muss ich sagen. Deswegen, müssen wir natürlich noch ein Final Game machen, das ist ganz klar. Oder wir müssen es ein bisschen taktischer angehen. Ja, beiden. Okay. Alles klar. Alle nach vorne. Alle nach vorne, alle im Angriff. Hey. Wie kann er sich da durchwurschteln, wenn drei Leute... Und wir fahren uns alle gegenseitig. Das war super. Ein Haufen orange Autos. Ihr macht das ja, schon. Ja, aber das auf Richtung... Das ist auf Richtung Tor, aber das ist irgendwie Baby. Oh nein. Das ist auch Richtung Tor. Oh Gott. Bald da. Oh, hi. Hi, Paul. Jetzt so. Geh mal vor. Ja. Aua. Ich dachte, ihr hättet den und dann jetzt nach vorne. Ein bisschen zurückgehalten, aber... Ja. Und alles klar. Oh, ja. Oh. Ihr seid alle vorne. Nein! Ihr seid alle vorne! Ganz vorne mit dabei zu verlieren. Ganz ehrlich, er rechnet die Formel noch im Kopf alles aus, wie die Flugbahn vom Ball ist. Oh, ich hab Angst. Ja. Also ich glaube. Alter, wie kommt der denn? Ich denke nie daran, dass der dann nochmal drankommt, verstehst du? Er kommt immer dran. Er kommt immer dran. Immer. Alter. Ist losgegangen. Das war's komplett. Ja. Das ist fast wirklich genau. Zum Glück nicht. Aha. Der Mario nice. Das ist, ein gutes, solides, normales Tor, also. Ich hab nicht gechoked. Ich dachte, alles in dem Moment dachte ich so, okay, das kannst du machen, Mario, jetzt mach nichts Scheiße. Ja, ist wirklich gar kein Problem, Ja, glaube ich auch. Ach Gott. Wieder geschwitzt, das heißt, jetzt gibt er elf. Ja. Ich wusste es. Ja! Alter, nein, Alter, hast du nicht gemacht, das war ehrenlos, Alter. Warum? Alter! Weil ich hatte den schon geschossen. Ich hab's später realisiert, dass es macht. Achso, dass ich dir deinen Kill geklaut habe. Achso, ja, ich wollte ihn einfach nur reinhaben. Nein, alles gut. Also rein in der Theorie. Ja. Weil sie konnte wir führen. Nein! Leute, wir führen 30 Sekunden zum Schluss der Welt. Alter, ich muss hinter. Ah! Und warte, ich mach sowas. Ich komm noch mal. Oh mein Gott.
da ein bisschen drip. Oh mein Gott, was ist hier? Scheiße! Ich fahr vorbei an die Scheiße! Oh. Oh mein Gott. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Weltmeister! Oh. Oh, was? Nee, noch nicht. Nein, Nachspielzeit. Oh nein, nein, am Arsch! Nein! Oh mein Gott! Das ist komplett ehrenlos, was ihr gerade gemacht habt. Oh mein Gott, ich meine natürlich Weltmeister! Was? Ja, jetzt gehört Best of Five? Das habe ich gar nicht gehört, aber ohne Scheiß. Jetzt mal, ich will das Ende des Videos nicht dazu nutzen, um zu sagen und zu prahlen, wie die Fetten haben, ne? Also auch absolut verdient. Nein, natürlich nicht. Ich will sagen, dass ohne Shit, also 3.500 Stunden hin oder her, es ist egal wie viel, es ist einfach krank, wie gut du bist. Lieber Herr Thomas, die Lokomotive. Das gibt's gar nicht. Es ist unfassbar, was du gegen vier, na okay, wir sind Randoms oder Normalos, aber so ist es halt. So ist es halt einfach. Oder nee, nicht mal Randoms, wir sind glaube ich unterdurchschnittlich. Ja, aber es ist auch. Also vor allem ich habe ja ewig nicht gespielt. Aber trotzdem, man darf ja nicht unterschätzen. Stell mal vor, das wären vier Leute, die was könnten. Ich glaube, dann wäre das schon, das wäre komplett unmöglich. Ja, so, genau. Das heißt, es ist so krank, weil die Manpower, die hinter vier Leuten steckt, das unterschätzt man leicht. Also es ist richtig krank, was du abgeliefert hast. Deswegen fettesten Respekt an dich, was du in Rocket League leistest. Das ist hammerhart und crazy. Das wär's für heute. Das war Rocket League. Mal gucken. DK.RocketLeague. Genau, so, da wisst ihr Bescheid. Da seid ihr. Alles klar. So, wir sind für heute raus, aber morgen geht's ja weiter. Ihr wisst es, ihr schätzt es. Let's go. Tschüss. Tschüss. Ciao.